Ich weiß, es ist schlimm. Was du erlebt hast, ist unvorstellbar. Aber ich kann nichts tun, wenn du nicht redest. Miss Walker. Miss Walker. 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 Fest! Bitte, sag mir, was passiert ist. Okay. Meine Eltern wollten mich melden, als sie entdeckten, dass ich Kräfte habe. Ich war fassungslos. Aber mein Bruder Brent hat sich immer um mich gekümmert. Er nahm meine Hand und wir rannten weg. Ein paar Jahre lebten wir auf der Straße. Immer versteckt. Ständig auf der Flucht. Wir haben schlimme Sachen gemacht, um an Geld zu kommen. Aber diese Nummer, bevor wir aus Seattle weggingen, die war schlimmer als alles andere zusammen. Komm schon, Fitch. Nur noch diesen einen Job. Wir haben alles. Lass uns einfach gehen. Nein, heute ist Zahltag. Mhm. Wie viel? Genug für eine schöne Wohnung. Ja? Ja. Es reicht für eine hübsche Burma-Katze. Ja? Netter Versuch. Es reicht für einen Neuanfang. Und den brauchen wir. Scheiße, los, runter! Was? Die Cops. Gut, du versteckst dich. Ich lenk sie ab. Nein, warte! Noch diesen Job, dann sind wir weg. Und niemand wird uns finden? Ja, sobald. Nein. Nein! Nicht die Superkräfte! Ich werde niemanden töten, nur ein bisschen Eindruck machen. Fett! Okay. Sie! Stopp! Sehen Sie her. Zu mir, Augen hoch. Ist das wirklich nötig? Officer Hall, eine Festnahme. Okay, jetzt aber mal hierher. Haben Sie hier am Dock einen Kerl mit Irokesen gesehen? Wenn ich Ihr Boot durchsuche, finde ich... Halt! Wie wär's mit einem Trick? Brent hat mich immer gedrängt, meine Kräfte geheim zu halten. Hätte jemand gewusst, dass ein Conduit in der Stadt war, hätte man mich gejagt. War schon vorgekommen. Aber in der Nacht hatte ich keine Angst. Ich würde meine Kräfte für den Job benutzen. Und dann würden wir zwei abhauen. Wir wären längst weg, bevor das DUP da wäre. Ich muss den Kerl abhängen. Die Luft ist rein. Glaube ich. Vielleicht. Job nicht hin mit diesem Kopf an der Backe. Hab ihn abgeschüttelt. Der Helikopter ist raus. Ich glaube, ich bin sicher.
Brent, alles okay? Ja, mir geht's gut. Aber als du angefangen hast zu leuchten, sind alle durchgedreht. Es ist zu gefährlich. Wir müssen sofort weg. Das DUP ist gleich da. Du wolltest doch einen Neuanfang. Und du weißt, dass ich unbedingt diese Katze will. Sag mir einfach, wie der Job abläuft. Ach, gut. Aber beeil dich, bitte. Geh zum Penthouse, Ecke Dritte und Stone. Brich ein und schnapp dir die rote Reisetasche. Okay. Was ist da drin? Hol sie. Und dann können wir mit einer ganzen Bootsladung Geld abhauen. Das hört sich fantastisch an. Wir schaffen das schon, Bruderherz. Du bist ihnen immer einen Schritt voraus. Beeil dich einfach. Du in einem DUP-Gefängnis. Na, das könnte ich einfach nicht ertragen. Ich sollte mich aufladen. Ich werde es brauchen. Okay. Fetch, alles okay? Warst du da dabei? Was ist passiert? Da waren lauter Russen, die um eine Bombe getanzt sind. Mist. Die Akulas haben ihn gefunden. Wen gefunden? Meinen Boss. Wenn sie von dem Penthouse wussten, dann wissen sie auch von unserem Boot. Wir müssen weg, jetzt. Gut. Lass den Motor warm laufen. Bin gleich da. Das alles tut mir leid. Ich hätte dir die Burma-Katze wirklich gegönnt. Ich weiß. Nächstes Mal, Bruderherz. Fetch, bleib von dem Boot weg. Die Akulas sind da draußen. Sie sind bewaffnet. Was? Ich komme sofort. Nein. Wenn du vor denen eine deiner Panikattacken hast, verhaften sie dich. Ich habe alles im Griff. Ich komme. Jetzt leg auf und versteck dich, Dummkopf.
Brent? Brent! Brent! Jetzt komm schon. Wo steckst du? Immer wenn ich anfing durchzudrehen, habe ich mich auf Brent konzentriert. Er war das Einzige, das mich beruhigen konnte. Ich hielt an einer schönen Erinnerung fest. In der ersten Nacht in Seattle suchten wir Schutz vor dem Regen unter einer Brücke. Dort haben wir dann Comics gelesen, bis wir endlich eingeschlafen sind. Dann kam dieser Kerl und wollte uns das Letzte stehlen, was wir noch hatten. Und ich wollte ihn dafür bezahlen lassen. Aber in dieser Nacht entwarfen wir die Regeln. Regel Nummer 1, keine Kräfte, in keinem Fall. Wir könnten Zeug verlieren, aber Hauptsache, wir verloren nicht uns. Aber ich habe meine Kräfte benutzt. Es war meine Schuld, dass er weg war. Es war meine. Ich war verrückt. Diese Realitätsschwankungen veränderten mich. Ich entwickelte neue Kräfte, als ob mein Körper kämpfen wollte, aber mein Geist hatte aufgegeben. Du warst sehr zuvorkommend, Fetch. Machen wir eine Pause. Zeig mir die neue Fertigkeit aus deinem mentalen Ausrutscher. Ich dachte, du wolltest deine Kräfte kontrollieren. Deshalb sind wir hier. Ich weiß nicht. Bei meinem letzten Versuch... Wir fangen ganz einfach an. Ich werde deinen Fortschritt von dort oben beobachten. Und mach ja keine Dummheiten. Ich mache nur Dummheiten. Nein, Fetch. Du bist eine Kämpferin. Jeder hat eine Schwäche. Man muss nur danach suchen. Na bitte. Ist ein Anfang. Aber die Welt wartet nicht auf dich. Manchmal musst du schnell agieren. Folge deinem Instinkt. Nicht übel, ganz okay. Aber du fängst ja gerade erst an. Wie wär's mit etwas realistischeren Zielen? Beeindruckend, nicht wahr? Diese Hartlicht-Hologramme sehen echt aus und fühlen sich so an. Jetzt erledige sie bitte. Ich schieße nicht einfach hirnlos auf irgendwas, okay? Oh, Eugene, der Konduit, der die Hologramme erstellt, hat nichts dagegen. Zu welchem Zweck? Der Zweck ist das Überleben. Nicht nur dein eigenes, auch das von anderen, die sich nicht wehren können. Na los, beschütze ihn! Schön zu sehen, dass noch Kampfgeist in dir steckt. Hoffen wir, dass deine anderen Sinne auch noch so scharf sind. Die Uhr läuft. Finde und rette die Geisel. Laut meinen Akten konntest du früher Leute durch Wände sehen. Kannst du das jetzt nicht mehr? Sehr schön.
So, ich habe eine zweite Geisel hier irgendwo versteckt. Aber diesmal musst du schnell sein, um sie zu retten. Sonst stirbt sie. Einen schlimmen Tod. Das war nicht die beste Zeit, die jemand bei dem Test geschafft hat. Versuchen wir was anderes. Streng dich an. Wie hoch kannst du springen? Die Grundzüge beherrschst du. Aber bist du auch hartnäckig, Miss Walker? Wenn du vor einer Herausforderung stehst, kämpfst du dich durch? Oder verkriechst du dich lieber? En garde, Miss Walker! Beeil dich lieber, die neue Geisel sieht schwach aus. Luft! Da kommt das nächste Opfer. Der Nachschub reißt nicht ab. Okay, gerettet. Hier kommt noch eine hilflose Seele. Und dreh raus. Mach dich bereit, die Retterin zu spielen. Noch einmal. Schnell weg hier. Du willst doch nicht, dass sie stirbt, oder? Geschafft!
Du brauchst offenbar mehr Gegenwehr. Komm sofort. Leistung bei dieser Geiselübung war akzeptabel. Wir führen hier Buch. Die Ergebnisse anderer Conduits werden veröffentlicht, um dich zu reizen und anzuspornen. Ich bin immer offen für weiteres Training. Vielleicht möchtest du sie übertrumpfen. Das reicht erstmal. Setz dich hin. Ich würde jetzt gerne weiter darüber sprechen, was passiert ist in Seattle. Nachdem ich die ganze Nacht die Stadt nach meinem Bruder durchkämmt hatte, kam ich wieder zu dem, was von unserem Boot noch übrig war. Und da traf ich ihn. Auch er suchte Brent. Entschuldige, Süße. Hey, hast du hier irgendwo einen Kerl mit Irokesenschnitt gesehen? Warte, du kennst Brent? Gehörst du zu diesen Russen? Was, den Akulas? Oh, verdammt nein. Hey, heißt das, dass die dahinter stecken? Verdammt, diese Kerle kidnappen meine Mitarbeiter. Warte mal. Weißt du, wo er ist? Bringst du mich hin? Mal ganz langsam, Süße. Du solltest dein hübsches Näschen lieber nicht da reinstecken. Ich weiß nicht, was du mit Brent am Laufen hattest, aber... Er ist mein Bruder. Hilf mir. Bruder? Bist du Fetch? Ich bin Shane. Shane? Brent hat nie erwähnt, dass seine Schwester so ein heißer Weger ist. Bitte! Wo soll ich suchen? Eastside, hauptsächlich. Danke. Wenn dir noch was einfällt, ruf mich auf Brents Handy an, okay? Ja, ja, klar. Was immer du sagst, Süße. Aber pass gut auf dich auf, okay? Ich muss die Stadt auf mein wahres Ich vorbereiten. Ich brauche Neon. Jede Menge Neon. Okay, ich bin schon auf der Suche nach Neongas. Immer langsam, Heißsporn. Ich schnüffle ja ab und zu auch gerne mal ein bisschen Gas, aber das ist wirklich... Es ist ein Trick, den ich aus Jersey kenne. Mit dem Gas kann ich irrsinnig schnell rennen. Ist das wahr? Tja, da muss ich dir wohl glauben, Conrad. Welche kleinen Geheimnisse hast du denn noch so im Petto? Ja? Das ist groß genug. Na los, ich buck's schon aus. Okay, du faules Neongas. Dann mach dich mal nützlich. Für einen Kick. Okay, ich brauche so viel Feuerkraft, wie ich nur kriege. Mensch, die schmecken gut. Oh, ein großes. Und es bewegt sich. Thank you.
Scheiße. Hattest du etwas mit dieser Lichtershow an den Nieten zu tun? Ich hab doch gesagt, ich brauche Neon. Ich muss los. Diese Wolken machen mich schneller als ein Blitz. Du leckerer Neonriese. Dich schlucke ich im Ganzen. Das hat mir gefehlt. Komm her, Dicker. Verdammt, ganz schön schnell. Ein Sprint durch diese Wolken und ich bin schneller als der Wind. Schmecken die viel besser. Okay, also kommen die Akkulas zu mir. Wo ist Brent? Spricht keiner von euch unsere Sprache? Mann. Okay, Arschgeigen, los geht's! Lass sie dann, yeah, Idiot! Danke. Und lass das mit diesen Fühlern. Schon geschnallt. Widerlich, du stehst drauf. Lassen wir es hinter uns. Also wirklich. Du musst wissen, dass manche Frauen mich unwiderstehlich finden. Klar, für genug Geld. Du kannst mich einfach in der Gasse hinter Gnets Sandwich schlagen, wenn du zum Klassenraub bereit bist. Au revoir. Thank you.
schon. Ich bin schneller. Zwei seltene Schönheiten in der Smaragdstadt. Thank you.
Come on.
Sieh auf uns hinab und leuchte uns den Weg. Nicht.
Wieder mal den Mund zu voll genommen. Auch nichts Neues. Schön, dann sei eben so. Das war schnell.
hier ist für dich, Brent. War gut. So sehr ihr euch auch bemüht, mich kriegt ihr nicht klein.
Gelohnt. Ich wollte dich eh nicht.
Da ist er.
Flink. Ich sitze für immer auf deinen Schultern, großer Bruder.
Meister.
Come on.
Mein Truck ist beladen. Los jetzt! Ich glaube, ich habe einen Alarm ausgelöst, als ich an die Waffen wollte. Wenn die Akkulas uns einholen, gibst du mir lieber Rückendeckung. Los jetzt, das wird schon klappen. Du hast einen Conduit bei dir. Die können dir gar nichts. Wir schaffen die Waffen zu deinen Leuten und die finden damit Brent. Alles gut. Die klauen unsere Waffen! Fetch! Bleib bei mir, ich hab sie. Er schießt den Conduit! Er schießt den Conduit! Direkt vor uns! Los, tu irgendwas! Ja, wir sitzen fest. Ich lasse den Truck stehen und hau ab. Gib mir Deckung! Nein! Bleib ruhig, ich räume den Weg frei. Hast du das vor mehr als haarscharf? Wir sollten abtauchen, nur eine Weile, damit ich mich wieder aufladen kann. Gut, und ich weiß auch schon wo. Ich glaube, es ist sicher. Los. Verdammt. Oh, das ist verrückt. Die Kerle ihren Führerschein her. Ach, siehst du, genau darum bespielt man die Akkulas nicht. Ich bin schwer durch den Park. Lass rein, du Superstar! Das hätten wir schon viel früher machen sollen. Wer war das? Echt weise Voraussicht, Mann. Hey,
Naja, manchmal klappt einfach alles. Also, wieso habe ich dich noch nicht in den Nachrichten gesehen? Ein Superstar-Conduit wie du ist doch garantiert der Staatsfeind Nummer 1. Ich habe Brent. Er sorgt dafür, dass ich weder abhebe noch auffalle. Ja, so, Endstation. Hier laden wir ab. Hab nichts dagegen. Komm schon, wir waren doch ein Spitzenteam auf der Straße. Stell dir mal vor, wie wir in der Kiste wären. Bewaffne deine Jungs und lass sie Brent suchen. Sonst lernt deine Kiste meinen Laser kennen. Hey, hey, und was, wenn ich dir sage, dass ich schon Leute da draußen habe, die sich nach deinem Bruder umhören? Ich schicke dir ihre Position. Vielleicht wissen sie inzwischen schon was. In nur einem Satz wechselst du von Spinner zu okay. Wie machst du das? Ich komme halt aus Texas. Gerade einer meiner Jungs, die nach Brent suchen, wurde von den Akulas enttarnt. Sorry, Süße, ich muss meine Leute zurückpfeifen. Ist zu gefährlich. Nein, nein, ich beschütze ihn. Sag deinen Männern, ich beschütze jeden, der nach Brent sucht. Das wird gehen. Ich schieße, sobald die Sicht frei ist. Ich muss schnell sein. Shane, dein Mann atmet noch. Schön zu hören, dass du das drauf hast, weil gerade noch einer meiner Jungs entdeckt wurde. Ich erledige das. Schick mir seinen Standort. Yeah.
Komm schon. Er ist gerettet, dem Himmel sei Dank. Ich brauche jeden nur verfügbaren Mann. Hör zu, wenn deine Jungs entdeckt werden, nutzen wir das doch aus. Schick sie alle zu Olafs Restaurant am Hafen. Ich verstecke mich auf dem Dach und erledige die Akkulas, wenn sie auftauchen. Ja, nicht schlecht. Okay, ich könnte mit dem Truck hinter dem Laden warten. Sobald du loslegst, schnapp ich mir meine Jungs und wir hauen ab. Willkommen im Fleischwolf, Jungs. Jane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, Ma'am. Wenn sie gern Hackfleisch werden wollen, nur zu. Jane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, Ma'am. Werden wollen, nur zu. Sind deine Jungs okay? Haben sie Brent gefunden? Na, du hast sie schwer motiviert. Zu sehen, wie du auf den Putz haust. Boah, unglaublich, Kleine. Du bist der Sensenmann. Ich bin kein Monster. Ich will nur meinem Bruder helfen. Ohne ihn flippe ich manchmal aus. Dann, werte Dame, hast du Glück. Einer der Jungs, die du gerettet hast, hat gehört, dass ein Akula-Leutnant etwas in Georgetown abgeholt hat. Wenn wir den Kerl auf den Überwachungsbändern finden, können wir vielleicht zurückverfolgen, wo sie Brent festhalten. Hin und wieder bist du schwer in Ordnung. Heißt das, du lässt den Cowboy doch noch den Bullen reiten? Bullen sind männlich. Ach, was soll's. Thank you.
Autofreaks. Hallo? Hallo, Fetch. Ich heiße Jenny. Ich arbeite für Shane. Ich glaube, ich soll dir helfen, einen Akkuladeutnant aufzuspüren. Per Telefon? Wir nutzen die Stadtkameras. Besorg mir deren IDs, dann weiß ich, wo ich die Aufnahmen finde. Ich schicke dir den Standort, in dem unser Mann verletzt war. Wie bitte? Kamera-ID? Wer bist du nochmal? Jenny. Ich arbeite für die Stadt. Manchmal für Shane. Die ID ist wie ein QR-Code. Du kannst sie mit deinem Handy scannen. Schick ihn mir und ich durchsuche die Aufnahmen nach dem Typen. Wir haben ein geniales Gesichtserkennungsprogramm. Das ist unheimlich. Okay, ich bin hier. Okay, gefunden. Scanne die Kennnummer, dann suche ich die Aufnahmen. Das ist unser Mann. Folge ihm. Wir nutzen einzelne Kameras, um seinen Weg zu verfolgen. Ich kann leider keinen kompletten Systemscan machen, sonst löse ich hier Alarm aus. Wonach suchen wir hier? Die Akkulas haben angeblich ein Versteck, wo sie Gefangene festhalten. Wir folgen ihm. Er führt uns hin. Und Shane? Was hast du mit ihm zu tun? Naja, du suchst deinen Bruder? Ich brauchte was anderes. Und wenn Shane anruft, helfe ich ihm. Ich muss bloß echt vorsichtig sein hier auf der Arbeit. Verdammt. Was hast du gebraucht? Häng dich einfach nicht so tief in die Finger rein. Ja, absolut nichts Brauchbares.
Wer ist dieser Kerl überhaupt? Er ist Menschenhändler für die Akulas. Menschenhandel? Sowas wie Sklaven? Yep. Ich glaube, er folgt diesem Mädchen. Nein, rein gar nichts. Sie wird schneller. Glaubst du, sie hat ihn bemerkt? Mach einfach weiter. Sehen wir mal, was aus ihr wird. Mist, falsche Richtung. Hier sieht es irgendwie aus wie an einem Tatort. Das sind die Männer, die meinen Bruder haben. Nichts. Ach, das kann nicht gut ausgehen. Haben sie einfach geschnappt? Warte, er hat irgendwas fallen gelassen. Hallo? Jenny, könntest du rausfinden, wohin dieser Typ geht, wenn du sein Handy hättest? Klar, wird es bloß etwas dauern. Ich brauche nur eine Kopie seiner SIM-Karte. Ich schick sie dir. Wir holen meinen Bruder zurück und machen diesen Schweinen gleichzeitig den Laden dicht. Das sind in einen Hinterhalt der Akulas geraten. Ganz übel. Also soll ich hindüsen und die Trainingsanzüge mal richtig aufmischen, hä? Ja. Es ist mir ein Vergnügen. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Oh, und Jenny ist klasse. Ruf sie an, wir haben eine Spur.
Ich glaube nicht, dass dein Airbag da was nützt. Jane, ich sehe hier gar keinen von deinen Leuten. Die Akulas haben sie verjagt. Sie mussten abhauen. Sie sitzen am Fährhafen fest. Mit wie vielen haben sie es zu tun? Mit vier? Wieso? Willst du wieder Sensenmann spielen? Stellst du eine Opferstatistik auf? Ich mache das nur für Brand. Komm schon. Ich habe dir letztes Mal zugesehen. Ein breites Grinsen im Gesicht und Wut in den Augen. Du fandest es toll. Alles klar.
sammle die Überlebenden ein. Geh du rüber an die andere Front. Front? Sind wir jetzt etwa im Krieg? Irgendwie schon. Wir beide haben die Waffen gestohlen. Ich bewaffne meine Jungs. Sie fangen an, Türen einzutreten auf der Suche nach Brent. Und die Akulas sind natürlich angemeldet. Es ist ein Bandenkrieg. Und du hast ihn begonnen. Gut, ich helfe deinen Jungs. Ach, komm schon. Sei kein Miesepeter. Wir hauen hier auf den Putz. Und wenn Brent wieder da ist, muss unser Arrangement ja nicht entschieden. Du und ich gemeinsam. Oh, wir können die Berge versetzen. Berge aus sehr, sehr profitablen Proben. Vergiss es, die DUPs. Die Akulas kriegen langsam Angst. Jede Wette, die setzen meinen Jungs an der Nidel mit allem zu, was sie haben. Gut, je mehr Akulas auf einem Haufen, desto schneller bin ich mit ihnen fertig. Da ist er ja, mein Engel des Todes. Nur um meinem Bruder zu helfen. Ich habe keinen Spaß daran. Er und ich, wir tun solche Dinge nicht. Oh, oh, verstehe. Du willst nicht, dass der gute Brent von deinem wahren Ich erfährt. Dein Sensen mal ich das, auf das ich so abwarte. Brent hält mich am Leben und bei Verstand. Wenn Menschen Dinge wie eben sehen, flippen sie aus. Ich kann nicht noch einen aus der Familie verlieren. Also, wenn deine eiserne Selbstbeherrschung deinen Bruder bei dir hält, dann solltest du sie richtig gut festhalten. Jenny hat das Handy des Akulas geknackt und wir wissen, wo sie ihre Leiter festhalten. Ist das dein Ernst? Wenn du soweit bist, triff mich vor dem Latte Au auf der Madison. Es kann losgehen. Ihr seid eingeschnallt.
Hey Fetch, bist du das? Ich und die Jungs sind hinten auf dem Parkplatz. Komm und spring auf den Truck. Darf ich wieder auf dem Dach mitfahren? Du bist ein wahrer Gentleman. Letztes Mal hat es funktioniert. Und nach dem Einlauf, den du ihnen verpasst hast, werden sie angepisst sein. In die Ecke gedrängte Tiere sind gefährlich. Danke für die weisen Worte. Ha ha ha!
stecken Menschen in den Containern unten an den Docks. Wir müssen einfach nur Türchen öffnen, bis uns der Hauptgewinn anlacht. Dann sag deinen Leuten, sie sollen hinter mir bleiben. Ich will freies Schussfeld. Komme sicher. Du bist die Dame auf diesem Schachbrett, Süße. Ist uns allen klar. Wo ist mein Bruder? Container sein. Sie haben überall Geiseln drin. Grant! Nicht hier. Bahnstation Süd. Mein Bruder ist dort und braucht Hilfe. Ja, klar. Ich bin dran. Ich bin bald da. Verdammte DUPs.
Als ich auf Brent zulief, fühlte ich mich gut. Ich würde heimkehren. Die Zeit mit ihm würde meine Gedanken ordnen. Keine Panikattacken mehr, bei denen ich in meine Erinnerungen kriechen müsste, um mich zu beruhigen. Er war mein Fels. Ich brannte darauf, ihn zu sehen. Brent! Fetch! Oh mein Gott! Komm her. Hey, Brent. Keine Kräfte! Tut mir leid, Süße, aber ich fürchte, du musst jetzt mitspielen. Zumindest, bis ich in der Stadt Fuß gefasst habe. Dann bekommst du ihn zurück. Fetch! Großes nicht. Ehrenwort. Tu das nicht. Nur noch ein paar Jobs. Fetch! Nein, nein, nein! Es überkam mich wieder. Ich brauchte eine Erinnerung. Irgendeine, um mich darauf zu konzentrieren. Daran festzuhalten. Als Obdachloser wird man behandelt wie eine Kakerlake. Man wird ständig schief angesehen. Aber dann kam das erste High und... Mann, Kakerlake zu sein war doch nicht so übel. Und für dieses Gefühl hätten wir alles getan. Brent hat das Ganze kommen sehen. Er hat meinen Vorrat versteckt, damit ich mit ihm clean werde. Aber ich steckte tief drin. Es war viel zu gut. Ich hörte nicht auf. Ich konnte nicht. Ich wollte Kontrolle. Als Shane Brent holte, drehte ich durch. Klingt, als hätte dein Körper widerstanden. Er hat eine neue Kraft entwickelt, die dir geholfen hat. Ja, so war's. Willst du sie sehen? Greif mich an. Direkt. Mit ein paar Leuten. Du hast mir etwas verheimlicht, Miss Walker. Vielleicht? Das Ganze nochmal, dann kriegst du die echte Show. Warum rückst du damit erst jetzt raus? Vielleicht, weil die Gegner nicht besonders beeindruckend waren. Kriege ich ein paar DUP-Agenten? Dann kriegst du dein Feuerwerk. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Folge den gelben Linien. Bleib in der Mitte des Gangs. Es gibt keinen Ausweg. Alle Ausgänge sind dicht. Hier drin kannst du gegen Hologramme meiner Leute antreten. Aber nur unter der Bedingung, dass du nicht länger irgendwelche deiner Kräfte vor mir verheimlichst. Abgemacht. Ich bin jahrelang vor den Typen geflohen. Kämpfen macht mehr Spaß. Woher kommt diese ganze... Komm her! Warum macht dir das so viel Spaß? Aber manchmal bist du von Verbündeten umgeben. Warum bist du so wütend auf Conduits, Miss Walker? Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt.
Bei dieser Übung möchte ich, dass du deine eigene Realität erschaffst. Bis zur Pudelzeit! Sehr gut. Eine Waffe ist nur ein Werkzeug, das du nach deinen Zielen formen kannst. Komm schon, ich bin nicht deine Waffe. Du sprichst von meinem Zorn und versuchst, in mich hineinzusehen. Lass mich einfach kämpfen! Die meisten VUP-Agenten waren mal wie du. Verirrte Conduits, denen ich half, ihre Fähigkeiten auszurichten. Aber um den Job zu kriegen, mussten sie überleben. Mach's mal etwas spannender, okay? Sehr gut, kleines Geschütz. Gleich geht's richtig rund. Viel Spaß. Luft!
Siehst du? Du bist eine Waffe. Als wir dich abgeholt haben, habe ich die Medien rausgehalten und alle Aufzeichnungen über dich gelöscht. Wieso? Ich habe etwas in dir gesehen. Etwas. Ich bin nur wegen meiner Kräfte hier. Damit ich mich wieder normal fühlen kann. Nein, du bist hier wegen dem, was du getan hast. Du willst den Zorn rauslassen? Dann kanalisiere ihn. Kämpfe! Mein Schätzchen.
Mal hast du dich jedenfalls nicht lächerlich gemacht. Sehr gut, Miss Walker. Beeindrucke mich weiter so, dann lasse ich dich arbeiten. Setz dich hin. Du hast erzählt, wie Shane dich betrogen hat. Die Akulas waren aus dem Weg und Shane nahm den Polizeichef ins Visier. Er hoffte, ihn zu einem Deal zwingen zu können. Wenn ich ihm helfen und brav alles tun würde, was er sagt, versprach er, Brent freizulassen. Ich wusste, das war gelogen. Und da stündlich mehr DUPs auftauchten, brauchte ich einen Plan B. Fetch, du hast ein Problem. Ich habe ein Problem? Die DUPs haben jede Menge meiner Männer einkassiert. Wenn das so weitergeht, gehe ich mitarbeitertechnisch bald auf dem Zahnfleisch. Dann habe ich vielleicht niemanden mehr, der auf deinen Bruder aufpasst. Sorge für seine Sicherheit. Also ich würde deinen Jungs ja gern beibringen, sich nicht von DUP schnappen zu lassen. Jetzt werd hier nicht frech. Diese Typen sind nur wegen dir und deinem verdammten Laserscheiß hinter mir her. Alter, ruhig, ich regle das. Ich jage die Bude hoch, das lockt bestimmt ein paar DUPs von der Straße und verschafft mir mehr Raum. Gut, aber vergiss meine Jungs nicht. Keine Sorge, Boss.